Es gibt Leute, die sagen, Labels seien innovationshemmend. Was sagen Sie dazu? Ja, Labels sind nicht dazu, Innovationen zu kreieren, sondern Labels sind dazu da, Innovationen unter die Leute zu bringen und die Innovationen in die Breite zu bringen. Dafür sind die Labels da und insofern können sie nicht innovationshemmend sein. Aber kann die Branche damit umgehen? Es gibt doch Kritik. Ja, es gibt diese Kritik, weil man sagt, ja, es steht dann keine Alternative zur Verfügung, aber einmal muss man sich halt festlegen. Deshalb ist wichtig, dass es ein breiter Prozess ist, für die technische Innovation festzulegen. Und wenn sie mal festgelegt ist, dann muss man diesen Weg gehen, das ist klar. Jetzt ist ja noch ein Standard, später gibt es ein Label. Was braucht es, damit sich das Label dann durchsetzen wird? Ich denke, wird sehr seriös vorbereitet, es wird viel abgewogen, viele sehr clevere Leute sind daran beteiligt. Später, man tut Gutes. Wenn man Gutes tut, muss man auch darüber sprechen. Es braucht dann die Kommunikation, man muss breit kommunizieren, es braucht auch eine Kommunikationsmaßnahme. Es ist dann PR. Die PR darf man nicht vergessen, man darf nicht aufhören, bevor man das Ganze auch unter die Leute gebracht hat.